Nicht grundlos ist der Montag wohl der meistgehasste Wochentag von allen. Aus irgendeinem Grund geht an diesem Tag so kurz nach dem Wochenende immer alles schief. So scheinbar auch bei Goodbye Deutschland-Star Daniela Büchner. Während sich die 43-Jährige sonntags noch top gestylt und strahlend mit ihrer Rasselbande zeigt, sehen ihre Fans die Mama von 5 Kindern am nächsten Morgen den Tränen nahe. Im wahrsten Sinne des Wortes lässt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin den Kopf hängen. In einer nachfolgenden Story erklärt der Reality-Star auch warum. In dem neuen Haus auf Mallorca, in dem die Familie erst seit kurzem wohnt, hat es einen Wasserrohrbruch gegeben. Das ganze Badezimmer sei überschwemmt gewesen, berichtet die völlig aufgelöste Dani. Und als wäre das nicht schon genug Stress, sind auch noch alle Kinder zu spät zur Schule gekommen. Ihr Lieben, ich hoffe, euer Morgen fing besser an. Also, mein Morgen ist schon Karo. So die Wahlmallorquinerin. Oh Mann, arme Daniela. Manchmal läuft eben einfach alles schief. Umso schöner zu sehen, dass die hübsche Brünette nur kurze Zeit später an der Seite von Tochter Jolina schon wieder etwas lächeln kann.